3, 2, 1, Kopfgeld. Quatsch. Wir machen das leise, heimlich, still. Wir töten einfach alle. Wenn ich jetzt hier einfach klaue, dann... Mist, ich habe ja volles Inventar. Ach. Andererseits will ich aber das Ding auch haben. Das nehme ich mir auch mit. So. Her damit. Her damit. Her damit. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Was, Mate kann ich nicht mitnehmen? Das ist doch eine Zutat. Ach so, weil gestohlen, ne? Ach. 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 Weg damit. So. Gut, dann mal rein. In die Mine von Wasamsi. Oh, Werbung, super. So, Freundchen. Mir egal. Mach ich kalt. Sind das Leichen? Nee, die schlafen nur. Komm, sieh dir an, wie deine Tavernenmeister ihre Sklaven behandeln. Ich hole die Sklavenmeisterin. Ja, hol die mal. Gut gemacht, Dominik. Schön zu Boden gepfeffert, das Vieh. So, und ich beende es. Bam! Lass den Besen da, den will ich. So. Was? Schulterstück, kannst du dir behalten? Was haben wir hier? Oi, 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 oi. Obwohl, weißt du was? Gehört jetzt auch mir. Komm. Ach so, ich bin schon wieder. Ich müsste einfach nur das Zeug, was ich hier alles so hergestellt habe, müsste ich einfach mal wegwerfen. Trübes Gift der Lebensschindung. Das hört sich gut an. Das würde ich gerne. Würde ich gerne mal nutzen. So. Das lassen wir mal drin. Ah, hier, das Knoblauchfleisch, das isst doch eh keiner mehr. Schmeckt auch nicht gut. So, weiter. Sklavenaufstand! Zu den Waffen! Macht sie nieder! Wo ist eigentlich mein Bärchen? Ah, da ist Dominik. Erledigt. Was denn kommt aus dem... Ich will aber hier bleiben, mir ist lustig. Ich habe hier gerade meinen Spaß. Ja, wie? Ja, hier ist zu. Ich glaube, wir haben ein Problem.
Nehmen wir halt den anderen Ausgang. Warte mal, kann ich das mal kurz hier nicht verfolgen? Genau. Ja, ich muss aber hier lang, ne? Ich muss hier lang. Wahrscheinlich muss irgendwas getriggert werden, damit ich aus dieser Mine entkommen kann. Oder so. Mach auf! Ja. Bitte öffnen. Ich würde ja gerne aus der Mine entkommen. Nur lässt man mich nicht. Soll ich hier jetzt noch ein Tänzchen aufführen oder so? Damit ich aus der Mine entkommen kann. Hallo, darf ich bitte entkommen? Irgendwie sind auch die beiden anderen weg, ne? Vielleicht nochmal ganz rausgehen. Keine Ahnung. Vielleicht gehen wir einfach nochmal ganz raus. Irgendwas ist verbuggt. Wahrscheinlich haben wir alle zu schnell getötet oder so. Bug. Ja. Die Elder Scrolls, die Elder Bugs online. Und so. So. Okay, jetzt betreten wir die Mine einfach nochmal von vorne. Irgendwie wird es schon werden, ne? Ey, das würde ich jetzt echt kacke finden, wenn ich diese Quest nicht abschließen könnte. So, entkommt aus der Mine. Okay. Ich versuch's. Weil das ja nicht zählt, dass ich einfach auf der anderen Seite rausgehe, ne? Ist ja verboten irgendwie. So. Sag mal. Hallo. Dominik, ich würde gerne hier raus. Das geht nicht. Warte mal. Gibt's da einen Bugbericht oder so? Schlüssel finden. Aber dann würde mir das doch angezeigt werden. So, warte mal. Das Herz eines... Ist so schwer zu tippen. Telvanni. Wie habe ich das jetzt richtig geschrieben? Oh ja, da gibt es einen Bug. Sehe ich gerade. Okay, Moment. Ich mache das mal... Ja, genau. Es ist nicht die Tür markiert, sondern ein größerer Bereich. Man muss da, glaube ich, irgendeinen Hauptmann oder so erledigen. Ich guck mal eben kurz. Gut. Diesmal müssen sie da sein, oder? Yo, das sieht gut aus. Habt keine Angst. Ich sorge dafür, dass ihr das Boot sicher erreicht. Es hat geklappt. Boot? Ich steige in kein Boot. Mein Herz, du kommst mit uns. Irgendwann wirst du mir dafür danken. Wie könnt ihr nur? Alter! Ich werde entführt! Sonne! Ich versuche, dich zu retten. Sag mal, spinnst du? Ach, die Anführer dieser lächerlichen Revolte. Dafür werde ich halt, Narr! Ich bin eine Telvanni-Magierin. Okay. Sie wollten mich entführen. Jetzt geht's der Chefin an den Kragen. Dominik! Mach sie kalt. Hoppla.
Sonne im Schatten, du bist ein Dreckschwein. Wollte ich dir einmal mal gesagt haben. Ah, das ist ein anderer Bär. Haha, das ist nicht meiner. Ja! Tot! So, Sonne. Jetzt kracht's. Ich fasse es nicht, was sich da gerade abgespielt hat. Dieser dreckige Elf wollte mich töten. Eine Telvanni-Magierin. Und Eyuki wollte mich wie eine Gefangene davonschleifen. Wie konnte er sowas nur tun? Hat er den Verstand verloren? Boah, ich hasse dich. Das werde ich. Natürlich werde ich das. Ich brauche nur einen Augenblick zum Nachdenken. Ich könnte ihn gehen lassen. Vielleicht sollte ich das. Aber warum? Er bringt mir Freude und Trost, oder? Also wenn er mich nicht gerade entführt. Warum sollte ich das aufgeben, wenn ich es nicht aufgeben muss? Vielleicht. Aber wenn ich ihn gehen lasse, werde ich ihn nie wiedersehen. Die eine Person, die sich aufrichtig um mich sorgt, wäre fort. Keine dämlichen Histgedichte mehr. Keine Wildblumensträuße mehr. Nichts. Er wird mir vergeben. Es wird einfach Zeit brauchen, oder? Bitte helft mir, mich zu entscheiden. Nachdenken, bitte ihn los! So, du hast den Kerl nicht verdient, du nicht so schöne Frau. So, bitte ihn los und lass ihn gehen. Du kannst gehen, wenn du willst. Ich halte dich nicht auf. Das Haus wird dich verraten, Sonne im Schatten. An jenem genau. Tag hoffe ich, dass du daran denkst, was wir hätten haben können. Wir können uns draußen unterhalten. Ich hasse dich. So. Der Mann ist weg. Und das völlig zu Recht. So. Damit wäre das geklärt. Ich glaube, Takt. Weißt du? Möge deine Seele zum Hist zurückkehren. Wir können später trauern, Yoki. Wir müssen gehen. Geh. Ich komme gleich nach. Meiner. Meiner. Es fühlt sich an, als würde mir das Herz brechen. Wie konnte ich zulassen, dass er mich verlässt? Ich schätze schon, aber es bereitet mir keine Freude. Kein Wunder, dass die anderen Angehörigen meines Hauses so oft das Falsche tun. Danke für alles, was ihr getan habt, Sera. Ich werde eure Treue und eure Freundschaft niemals vergessen. Der Stab ist ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ich sollte meine Lügen besser sortieren. Oh, cool. Oh, Entschuldigung. Ich sollte meine Lügen besser sortieren. Ich sehe eine lange und erschöpfende Audienz mit dem Rat vor mir. Ich versuche, die Teile meines gebrochenen Herzens aufzulesen und meine Studien fortzusetzen. Es war die reinste Qual, Eyuki gehen zu lassen, aber ihr hattet recht. So ist es besser für uns beide. Ich habe viel Zeit darauf verwendet, seine Zuneigung zu gewinnen und ihm meine Treue zu beweisen. Jetzt kann ich mich richtig konzentrieren. Oder auf den Hasenpups. Auf das Spiel, auf meine Rolle im Haus, auf meine arkanen Erkundungen, auf meine Zukunft als Magistra, auf all das. Sobald ich mein volles Potenzial erreicht habe, wende ich mich womöglich wieder an Eyuki, um die Welt zu sehen, wisst ihr? Bis dahin lebe ich das Leben einer Telvanni. Ich sollte meine Lügen besser sortieren. Ja, solltest du. So. Ganz ehrlich, sie hat diesen Mann nicht verdient. Nicht nachdem sie uns ans Messer geliefert hat. Und ihn übrigens auch. Ja, das möchte ich einfach mal betonen. Sie hat mich und ihn ans Messer geliefert. Ich weiß gar nicht, wieso wir noch so freundlich mit der gesprochen haben jetzt. Weil ganz ehrlich, eigentlich hätten wir sie erledigen können müssen.
Der Iyoki hat's nur gut gemeint. Der hat's nur gut gemeint, der Mann. Der wollte sie mitnehmen, um die Welt zu sehen. Und sie... Und sie hat ihn einfach, weißt du, sie hat gesagt, hier, ho, Hilfe, ich werde hier gefangen gehalten. Weißt du, was für eine... Nee, weißt du, also wirklich. Nach all dem, was wir für sie getan haben, hätte sie uns ans Messer geliefert. Das ist die hinterfotzigste Aktion, die sie hat bringen können. Ich glaube, die hätte den Arm noch als Sklaven gehalten, damit er sie nicht verlässt. Ja, ja, das wollte sie. Das wollte sie. Was für eine... Ach, aber klassischer Telvanni, ne? Klassisch. Klassisch. Brauchen wir gar nicht reden. So sind sie alle, die Telvanni. Was? Pause anfertigen. Bombi, der Rächer der Betrogenen, ja. Exakt. Also ganz ehrlich. Was für eine miese Brise, die Olle. Alter Schwede, da habe ich echt einen Hass drauf. Hust, hust, genau. Stimme ich zu? So. Was für eine kleine, miese, dreckige... Ach, ich kann gar nicht, ne? Da... Es ist höchst. Nee. Da fällt mir nichts mehr ein. Einfach. Da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Zu dieser Frau fällt mir nichts mehr ein. Tach. Die Krieger in Sadrid Mora sind... Will eigentlich nur verkaufen. Yo. What the fuck? Alter Schwede. Also ehrlich. Die hat den Mann nicht verdient. Hoffentlich geht's ihr schlecht bei den Telvanni. Hoffentlich geht's ihr ganz schlecht. So. Unglaublich. Ich habe die Twitch-App für mich entdeckt. GG Offi. So, hier war doch noch irgendwo der eine... Ah, der ist jetzt irgendwie nicht mehr da, ne? Der eine Dingsbums vom Dingsbums. Von Gotren. Der neue Mund quasi. Ich weiß nicht mehr. Hansel der Kriegergilde, Hansel der Magiergilde. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Der war davor. Mit dem haben wir kurz, während wir quasi die Quest nochmal neu gemacht haben, gequatscht, aber. Finde ich nicht mehr. Nee. Spurlos verschwunden, der Kollege. Spurlos verschwunden, naja. Ob wir jetzt einen Nebenquest mehr oder weniger gemacht haben, ne, es ist jetzt auch... Im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch egal. Ich glaube, im Endeffekt ist es egal. Wir müssen eh nochmal zurück zum Weg schreiben, vielleicht finden wir ihn nochmal, aber... Der stand am Hafen, der ist weg, ne? Genau. So sehe ich das auch, der ist weg. Der gute Mann. Naja gut, sei es drum, dann ist er halt weg. Gut, dann können wir jetzt endlich mit der Hauptquest weitermachen, oder? Das ist doch viel wichtiger. Gehen wir nach Telmora. Hauptquest und so. Ja.